DRS aktiviert. DRS ist jetzt verfügbar. Boxenstoppfenster. Müssen mit super weichen Reifen weiterfahren. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Sollten noch eine Weile in Ordnung sein. Aktuell sind sie noch nicht stark abgenutzt, aber pass auf, wenn du sie stark belastest. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 1,6 Sekunden. Boxen, komm diese Runde rein. Der Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Denk dran, diese Runde an die Box zu kommen.
Fahrer kommen am Ende dieser Runde rein. Valtteri an der Box. Los geht's. Muss an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Abstand zum Hintermann beträgt 2,3 Sekunden. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen.
der schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Mit dem Benzin noch raus. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 10,4 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,3 Sekunden. Ziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar.
etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 7,3 Sekunden. Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg an. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Mein Fahrer des Tages war Nico Hülkenberg. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.